Jeder junge Mann muss sich irgendwann entscheiden, Nassrasur oder Rasierapparat. Diese sind zwar in der Anschaffung teurer, aber bei der Nassrasur benötigt man mehr Utensilien. Meistens dauert eine Nassrasur auch länger, kommt aber ganz darauf an, wie geübt man ist. Los geht's mit der Nassrasur. Zunächst wird der Rasierschaum aufgetragen. Dann rasiert man sich vorsichtig Stück für Stück und spült den Rasierer zwischendurch ab. Nach der Rasur wäscht man sich das Gesicht ab, abtrocknen, fertig. Es sollte anschließend noch eine feuchtigkeitsspendende Creme aufgetragen werden, da die Rasur die Haut austrocknet. Für Männer mit trockener Haut ist es daher ratsam, eventuell zum Rasierapparat zu greifen. Bei der Trockenrasur kann man direkt loslegen, solange der Akku aufgeladen ist. Gelegentlich muss der Rasierapparat gereinigt werden. Ob nass oder trocken, letztendlich muss jeder selber seine Vorliebe finden. Ruhig mal beides ausprobieren.